Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere Folge Nummer 4. Und in der Folge geht's direkt rein in die erste Wintertransferphase. Wir werden die abschließen. Außerdem schließen wir auch die Hinrunde ab und starten tatsächlich auch schon in die Rückrunde rein. Ich zeige euch das Ganze gleich im Kalender nochmal. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für jeden, der neu ist, auch gerne ein Abo. Könnt ihr immer wieder revidieren. Falls es euch nicht mehr gefällt, könnt ihr das auch wieder zurücknehmen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr es tut. Ganz wichtig, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn was Neues von mir hochkommt. Checkt auch gerne mal noch den Discord-Server ab. Da sind ich und die anderen Jungs perfekt. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind da am Start, die Toilettengang. Checkt die auch gerne in der Videobeschreibung ab. Und jetzt schnacken wir gar nicht lange rum. Starten rein, wir gehen in den Kalender. Und dann geht es auch direkt los. Kurzer Blick auf den Kalender. Dresden steht an, Heidenheim, Rostock und dann Darmstadt und Sandhausen. Ja, knackige Dinge. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten rein. Das erste Transferfenster, das wieder öffnet. Da werden wir natürlich reingehen. Was passiert, werde ich euch zeigen. Dann starten wir jetzt rein ins erste Spiel gegen Dynamo Dresden. Na so, im Hintergrund gibt es für euch die Aufstellung fürs Spiel gegen Dresden. Auswärtsspiel. Wir reisen in den Osten. Breithaupt kommt rein. Obeng darf im Sturm direkt von Beginn an. Jakob kommt außerdem auch mit ins Spiel. Aramu von Beginn an. Choi rückt dafür auf den linken Flügel. Ich denke, die Mannschaft ist bereit. Wir können ein bisschen rotieren. Wir gehen rein in eine Simulation und hoffen hier auf 3 Punkte, die wir eigentlich auch mitnehmen müssen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, die 3 Punkte müssen wir mitnehmen. Wir spielen hier gegen Flachodimos. Den habe ich, by the way, schon mal in Real Life getroffen, in der badischen Backstube. Ganz, ganz wilde Nummer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Dresden. Da müssen eigentlich 3 Punkte rausspringen und ich hoffe, die Jungs können das auch auf dem Platz zeigen. Let's go, Männer. Boah, stark gespielt. Da ist es 1-0. Obeng trifft. Ganz, ganz frühe Führung. Ganz, ganz stark. Ah, sieht wieder gut aus. Schade, gute Aktion. Wir sind noch da, Obeng. Doppelpack innerhalb von 25 Minuten. Ganz, ganz stark. So müssen wir auftreten und es gelingt uns richtig, richtig gut. Ja, Hansen, Dresden ist so offen hinten. Oh, Joey. Mann, so einer muss doch sitzen. Wir können mal ganz kurz festhalten, dass wir hier schon bestimmt 3-4-0 führen könnten. Was natürlich wieder für unsere schlechte Chancenbewertung spricht. Aber was wir an Chancen rausspielen, wie dominant wir das hier bisher machen, ist so, so stark. Ja, das ist Pause. Wir haben 7 zu 0 Schüssen und 6 Chancen. Also es hätte schon durchaus höher stehen können. Wir machen ein überragendes Spiel. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Wir machen so weiter und genießen das Ganze jetzt einfach. Ja, sieht wieder gut aus. Da ist Becker, da ist Obeng. Obeng mit dem Dreierpack. Junge, macht der ein überragendes Spiel. Ganz, ganz stark. Jetzt schlägt er endlich ein. Das ist überragend. Oh, Dresden da. Dresden trifft. Adrian Fein mit dem 1-3 Anschlusstreffer. Oder was heißt Anschlusstreffer? Das ist eher Ergebnis Kosmetik. Wir wechseln jetzt auch dreifach. Gordon kommt rein, Gondorf kommt rein und Cueto. Dafür geht Kobalt raus, außerdem geht der gute Becker raus und Hansen auf dem Flügel. Wir haben das Ding eigentlich schon sicher in der Tasche, also da wird nichts mehr passieren. Ganz, ganz starker Auftritt von der Mannschaft auf jeden Fall. Oh, was war da los, hä? Digga, kann ich nicht aussprechen. Aber da sah die Abwehr gar nicht gut aus. Und jetzt wird es nochmal ganz, ganz eng. Oh mein Gott. Oh, Dresden ist nochmal da. Gott, das war so schlecht geklärt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Oh nein. Seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost, Alter? Wir haben 3-0 geführt und geben hier eine 3-0-Führung einfach her. Boah, ich habe gerade gedacht, das war eigentlich so ein geiler Start in die Folge und jetzt ist es einfach nur enttäuschend. Oh mein Gott, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht am Ende. Nach dem Desaster am Ende, anders können wir es gar nicht ausdrücken, müssen wir jetzt unbedingt Punkte holen gegen Heidenheim. Wir gehen rein mit unserer Top 11. Hansen ist auch schon auf einer 72. Fällt mir gerade auf. Unglaublich. Wir gehen rein ins Spiel. Wildpark. Heimspiel gegen Heidenheim. Let's go. Wir müssen jetzt unbedingt was zeigen. Es hat mich gerade richtig, richtig sauer gemacht. So angekommen im Wildpark. Hüsing ist im Fokus. Aber wir wollen jetzt gleich unseren KSC-Stürmer in den Fokus bringen. Der soll nämlich ein paar Tore schießen. S-Shift auseimern, aber das macht uns gar nichts. Wir wollen jetzt 3 Punkte holen
gegen Heidenheim zum Abschluss der Hinrunde. Kommt, Jungs, jetzt will ich was sehen. Oh, Heidenheim kommt und die sind richtig trocken vom Tor. Oh Mann, wir liegen direkt hinten. Kleindienst mit dem 1-0, Viertelstunde gespielt, das ist nicht gut. Oh mein Gott, was ist das für ein Dreck, Alter? Keiner von den Spielern kommt ran. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Hier verlieren wir das Kopfballduell und dann kommt hier keiner dran. Was ist schon wieder so ein Quatsch, Jungs, Mann? Ja, schau jetzt mal. Guter Ball auf Hofmann und da ist der Anschlusstreffer. Mein Gott. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber Hofmann ist da. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt daran anknüpfen. Komm, das war richtig gut gespielt. Es gibt's nicht, man bekommt es nicht verteidigt, Mann. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht an den Ball drankommen. Kleindienst schon wieder. Ey, es ist so lächerlich, ohne Scheiß. Es ist so lächerlich, Mann. So, ich habe direkt reagiert. Obeng kommt rein und Aramu. Choi und Hofmann gehen raus. Es muss mehr Ballsicherheit vorne rein. Ich irgendwie vielleicht versuchen, drei Tore zu machen. Kommt. Ja, Obeng mit einem guten Ball auf Cueto. Ach Mann, was ist das denn für ein scheiß Abschluss? Ohne Witz, Mann. Ey, so einer muss doch einfach sitzen. Wir bleiben mal drin in der Ecke. Ja, kommt, scheiße. Ach, es ist schon wieder so frustrierend, Mann. Das kann nicht sein. Da ist Obeng. Da ist Aramu. Mit dem Ball auf Vanizek und der macht ihn einfach mit der Hacke. Oh mein Gott. Wie random aus dem Nichts. Aber der Ball ist drin. Ich bin zufrieden. Boah, wir brauchen unbedingt noch ein Tor. Komm, am besten noch zwei, Jungs. Auf geht's. Ja, Finole Becker. Guter Ball auf Obeng. Obeng. Schade, wir sind da. Komm, alles gut, alles gut. Wir machen so weiter. Wir gehen rein in die Ecke. Komm, Heise, bring die. Bringt er ganz okay. Ja, Vanizek ist jetzt halt auch nicht der Größte, ne? Da ist er wieder, Vanizek. Ball ist weg. Ja, und damit ist das Ding vorbei. Nichts mehr passiert. Wir verlieren mit 3-2 und es ist zum Kotzen. Es regt mich richtig auf. Die Fans sind auch unzufrieden. Also, ich habe keine Ahnung, was mit der Mannschaft gerade im Moment los ist. Das fuckt mich auch richtig ab. Das macht mich richtig, richtig sauer. So, ihr wisst, es geht zack, zack in der Karriere. Ich bin gerade richtig gebrochen. Also, fragt mich nicht warum, aber es fuckt mich übel ab. Wir gehen rein ins nächste Spiel gegen Hansa Rostock. Simulation. Ich will bitte jetzt einen Sieg sehen. Wir sind punktgleich mit denen und ich verstehe nicht warum. Wir sind gerade auf Platz 10. Ich will was sehen. Kommt, Jungs, bitte. Ja, Rostock hat in der Realität auch nicht so schlecht abgeschnitten in der zweiten Liga, aber meiner Meinung nach muss man da gewinnen, wenn man aufsteigen will. Das ist völlig klar. Also, anders geht's eigentlich nicht. Und ich will jetzt bitte was sehen. Kommt, Jungs. Ja, da ist es 1-0. Hofmann, Junge, wir hatten schon wieder so viele Chancen. Wir hatten schon wieder so viele Möglichkeiten. Dann kam der Ball nicht an. Dann schießt er daneben. Also, es wurde jetzt auch mal Zeit. Boah. Ganz, ganz großes Geduldsspiel bisher. Es ist absolut merkwürdig. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir echt nicht erklären. Rostock kommt, Gersbeck ist da. Gersbeck. Also ich glaube, der wird einer unserer Helden in dieser Karriere und zwar jetzt schon. Ja, mit dem 1-0 geht's in die Pause. Das ist ein ganz komisches Spiel. Es passiert eigentlich gar nichts. Wir machen mal so weiter und hoffen, dass die Jungs das hier bitte mit nach Hause nehmen, kommt schon. Ich habe übrigens direkt einen Wechsel getätigt. Jakob kommt rein für Heise in der Linksverteidigerposition. Heise war schon ziemlich kaputt, deswegen habe ich reagiert. Ich will jetzt bitte die drei Punkte, sonst drehe ich noch durch. Ja, Hofmann ist da, Hansen ist da, da ist es 2-0. Ging richtig schnell, ganz stark, Jungs. So will ich es sehen. Und jetzt nehmt es auch bitte. Lasst es daheim, die drei Punkte. Kommt schon. So, wir wechseln jetzt nochmal. Breithaupt kommt rein für Becker und Obeng kommt noch in den Sturm.
wir müssen es, es ist so einfach eigentlich, wir müssen es nur über die Zeit bringen, aber mit solchen Pässen wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Nachspielzeit läuft schon, eigentlich dürfte hier nichts mehr passieren. So ist es auch, wir gewinnen mit 2-0, es wäre wieder deutlich mehr drin gewesen, also mehr Tore wären drin gewesen, ganz einfach. Aber ich bin erstmal froh, dass wir jetzt 3 Punkte geholt haben. Ein bisschen wie in der Realität, ein Auf und Ab mit dem KSC, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig für meine Nerven. Aber wir haben jetzt wieder mal 3 Punkte geholt und das ist erstmal sehr, sehr wichtig. So Leute, schon mal eine kleine Zwischeninformation für euch. Wir haben Philipp Hofmann verkauft. 6,5 Millionen haben wir bekommen. Ich wollte ihn eh gehen lassen und 6,5 Millionen ist auch absolut akzeptabel. Damit werden wir natürlich was machen. Was werde ich euch dann zeigen? So, bevor wir ins nächste Spiel reingehen, das steht nämlich schon an, gehen wir kurz rein in die Transfers, die wir bisher getätigt haben. Hier haben wir zum einen Collins. Jeder dürfte ihn kennen von Dortmund 2. 875.000. 62er Rating ist natürlich einer für die Zukunft. Auf jeden Fall eine Maschine, in dem steckt sehr viel Potenzial. Dann haben wir Rate Jones. Der wurde mir ja vorgeschlagen in den Kommentaren. Hat eine 63. Auch einer für die Zukunft. Aber den kann man durchaus schon mal in das ein oder andere Spiel reinwerfen, würde ich sagen. Bona von RB Leipzig geholt. 18 Jahre jung. Hat eine 63. Wenn ich mich nicht täusche. 1 Million hat er gekostet. Auch Zukunftstransfer. Und dann haben wir noch ganz wichtigen Transfer gemacht. Vasiliadis. Den haben wir verpflichtet von der Arminia aus Bielefeld. 3,45 Millionen. Also ihr seht, wir haben das Geld von Hofmann gut investiert, haben nochmal einen fürs Zentrum geholt. Und da würde ich sagen, wir können jetzt auf jeden Fall rein ins nächste Spiel. Falls noch auf dem Transfermarkt was passiert, lasse ich es euch natürlich wissen. So, da Vasiliadis natürlich eine direkte Verstärkung ist, kommt er direkt rein in die Startelf fürs Spiel gegen Darmstadt. Hat jetzt nicht so viel Eingewöhnungszeit, aber das dürfte schon passen. Wir gehen rein ins Spiel. Angekommen im Stadion. Ich habe absolut vergessen, wie das Stadion von Darmstadt heißt. Nevermind, ist egal. Wir brauchen 3 Punkte. Jetzt wird es ganz, ganz wichtig. Wieder so ein Spiel, in dem wir unbedingt punkten müssen. Was uns ja mal gut und mal weniger gut gelingt. Wir brauchen 3 Punkte. Kommt gegen Darmstadt. Muss jetzt was gehen. Auf geht's, Jungs. Ja, gute erste Aktion. Obeng ist auf dem Weg zum Tor. Abschlusstechnisch ist bei Obeng ganz, ganz schwierig. Meine Güte, Junge. Boah, Obeng setzt sich da gut durch. Jetzt muss er doch mal rein. Das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Obeng, du musst jetzt Tore machen. Du hast jetzt den einen Job, Junge. Oh, Darmstadt kommt. Gersbeck ist da. Ganz, ganz wichtig. Gersbeck. Ich könnte die Karriere auch absolut Gersbeck-Karriere nennen. Ja, moin. Ja, wieder Choi auf Obeng. Obeng ist auf dem Weg. Jetzt muss er doch mal rein, ey. Obeng, Junge. Oh Mann. Oh nein, lass es mich bitte nicht bereuen, dass ich Hofmann verkauft habe. Bitte, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Luca Pfeiffer hat ganz viel Platz und Gersbeck kann da gar nichts mehr machen. Es ist, oh Mann, es ist so schlimm gerade. Luca Pfeiffer mit dem 1-0. Aber wir bleiben positiv. Wir haben noch nicht verloren. Jungs, kommt. Bang hat mich so wütend gemacht, dass ich ihn direkt ausgewechselt habe. Jones jetzt direkt zum ersten Mal vorne im Sturm mit am Start. Bitte sei besser, was die Torschüsse angeht. Bitte, bitte, bitte. Es wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich brauche das jetzt ganz dringend. Ganz stark gemacht. Da ist Choi und Choi trifft, weil er einfach so ein guter Spieler ist, Junge. Ganz, ganz stark. Ganz wichtig. Choi mit dem Ausgleich und wir haben auch nicht lange dafür gebraucht. Das ist auch eine ganz entscheidende Sache. Ja, guter Ball von Cueto. Da ist Jones. Legt ihn auf Choi rüber. Ganz, ganz stark gemacht. Da ist die Führung. KSC ist in Führung. Ganz, ganz wichtig. Wir nutzen jetzt auch die Unterbrechung. Bringen Becker und Gondorf mit rein. Wir müssen das Ding jetzt über die Zeit bringen. Diese 3 Punkte wären so, so wichtig. Die letzten 30 Sekunden laufen, da dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Wir hatten gerade nochmal eine Abseitssituation von Darmstadt. Wir müssen jetzt aber aufpassen und der Schiedsrichter pfeift ab. Das sind ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Ganz, ganz starker Auftritt. Am Ende dann doch von der Mannschaft. Wir nehmen 3 Punkte aus Darmstadt mit. Das ist ganz, ganz stark. So, irgendwie habe ich es gerade geschafft, den Sound nicht aufzunehmen. Perfekt. Wir haben gegen Sandhausen nur 2-2 gespielt.
Es ist schon wieder echt zum Mäusemelken. Aubameyang hat einen Elfmeter verschossen. Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt das letzte Spiel der Folge absolviert, aber wir werden noch bis zum Deadline Day vorschreiten. So, Deadline Day absolviert, es ist nichts mehr passiert. Wir schauen auf die Tabelle. Platz 6 mit 30 Punkten, 6 Punkte hinterm 4., 7 hinterm 3., 8 hinterm 2. und 9 hinterm 1. Also es ist noch alles drin und ich würde auch sehr gerne den Aufstieg eigentlich direkt schaffen. Wir haben eine Mannschaft, die sich extrem gut entwickeln kann. Wir haben noch 14 Spiele zu spielen, also noch alles drin. Lasst an der Stelle gerne eure Meinung da, was ihr denkt. Schaffen wir es in die Bundesliga und zwar auf direktem Wege. Nächstes Spiel ist dann direkt gegen Bremen, da können wir schon mal wichtige Punkte machen. In diesem Sinne bin ich raus, lasst mich eure Meinung auch zu den Transfers wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.